herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Hofnormann auf der Hofbergmann zusammen mit dem Toledo, der Astra, dem Micha und dem Paula. Wunderschön. Hallo. Hallo. Servus. So, so eine Kacke. Nein, Kacke sagt man nicht, aber so doof. Dachte, ich habe den hier gerade gut abgestellt, den Schneidwerkswagen, aber irgendwie ist dem nicht so. Boah. Ist aber auch. Aber hier, liebe Leute, ne, guck mal, nur minimal reingefahren. So die ersten zwei Halme. Oh, toll. Wenn das die zwei Halme sind, die uns also unsere Investitionen bringen, ne? Ja, ja, ja. Der halbe Liter wird es auf jeden Fall sein. Ja. Aber ging nicht besser. Also echt bemüht, aber kurz halt, ne, wie das immer so ist, eine Mühe ans Feld gekommen und zack, waren die halbe abgebrochen. Machst du nix. Ja, im Norden gibt es ja jetzt ein bisschen Lagergetreide, so wie ich gehört habe. War ein bisschen stürmisch heute da. Und das kurz vor der Ernte, da legen sich die Halme gerne hin. Ja, ja. Haben wir müde die Halme, die wollten schlafen. Haben wir gesehen, dass das ein oder andere Feld, was er zusammengeklappt ist. Das stimmt. Das brauchst du dann auch nicht, ne? Oh, der Anhänger ist gut. Den kann ich zu 94% mit Silage füllen. Ja, sehr gut. Bevor der mit dem Gewicht abschaltet. Obwohl es ein Tandem ist. Also die Motoren von dem KI-Verkehr, die hören sich überhaupt nicht gesund an. Ich habe noch nie drauf geachtet. Kann man diese Betonbande an dem Silo wegmachen? Ja, die kannst du. An welchem Silo? An unserem Hofsilo? Ja. Ja, natürlich kann man das. Seit wann ist die denn wieder aktiviert? Wer weiß. Wahrscheinlich seit dem Update. Hat Micha das aktiviert? Extra für dich, Uwe. Also eigentlich geht das, weil das war heute, war das auch schon mal der hier, warte. Hallo Jungs, wir können nicht alle, wir können nicht alle. Wird das jetzt ein Spiel? Ich werde nicht müde. Doch nicht. Okay, so, ich habe keine Lust mehr. Hat man es gefettfingert? Was ist gefettfingert? Die Zeit wurde eine Stufe höher gestellt oder nicht? Vielleicht habe ich gefettfingert. Aber ja, du hast recht. Ah, diese KD, ne? Also wahrscheinlich habe ich gefettfingert, als ich die Karte irgendwann mal auf und zu gemacht habe. Die ganze Zeit um 6 die Zeit? Nicht ja, die ganze Zeit. Also auf 5 haben wir gestartet. Zwischendurch ist sie dann auf 6 hochgegangen. Frag mich bitte nicht. Okay. Ich glaube, ist aber auch nicht ganz so dramatisch, wenn sie selbst jetzt eine Stunde auf 6 stand oder so. Nö, ist mir jetzt eben so aufgefallen. Nee, alles richtig, um Gottes Willen. Warum steht hier ein dicker 9R rum? Weil das der von der Gruber-Mission ist. Der von der Gruber-Mission. Wenn du gerade keine Zeit hast, Feld 2, das Feld hinter unseren beiden. Muss gegrubert werden. Wenn er keine Zeit hat, dann hat er keine Zeit. Haben wir noch einen zweiten Anhänger? Wir hatten. Nur den Paletten-Anhänger, den Toledo gerade umkonfiguriert hat. Warum? Haben wir noch einen Strautmann oder so? Ja, ja, das ist ein Strautmann. Der kleine Strautmann, den Toledo umkonfiguriert hat zum Ballen. So. Plattenaufleger hier. Ja. Warum, was brauchst du denn? Ich wollte unser Getreideordner wieder vollfahren. Dann müssen wir die Dinger da runter nehmen. Ja, alles gut. Den muss schon wieder einschalten jetzt. Ja. Da sind noch 700 Liter Getreide drin. Ich bin noch trocknen. Der kann Toledo nachher mit dem großen Fleisch machen. Ja. Kann ich machen. Ich fahre eben die Silage, dann fahre ich Getreide. Wasser. Ich muss Wasser fahren. Wasser fahren. Was haben wir? Hatten wir nicht eigentlich noch hier irgendwie Malz und sonst was? Was machen wir denn damit? Weil das eigene Bier ist ja jetzt, muss man fast schon sagen,
in unerreichbare Ferne gerückt, ne? Ja, Malz verkaufen wir. Würde ich sagen, erstmal. Ja. Ja, ich würde warten, bis die 15 oder knapp 15.000 Liter Gerste auch zum Malz geworden sind. Und dann verkaufen. Ja, mein schon damit. Also im Januar ist das getrocknete Getreide auch perfekt. Jetzt suche ich gerade, seht ihr irgendwo Malz, dass man das verkaufen kann? Ich glaube nicht. Fuck. Kannst du das nicht zwischendurch verkaufen? Bier kannst du verkaufen. Aber... Ja, Malz scheint's nicht verkaufen zu können. Ja, das ist natürlich richtig scheiße. Entschuldigung, also, dass ich das kannst, jetzt... Außer du kannst die Produktion umstellen auf Direktverkauf. Ja, dann ist das die... geht, aber du weißt nicht, was du dafür dann bekommst. Ja, genau. Das ist natürlich echt so ein bisschen schade, ne? Gibt's keinen Preis für Malz? Nee, ich hab's gerade nicht gesehen. Also gibt Fisch geräuchert, Silphie, Klee. Ah, apropos Fisch, eigentlich, was wir machen können, ist den Direktverkaufsmodus auf 1 setzen. Dann kriegen wir das gleiche für, als wenn wir es selber verkaufen würden. Ja, aber es gibt halt kein Verkauf. Also, ja, es gibt einen Preis, aber den sehen wir nicht. Und genau, das gibt's schon. Michael, aber apropos Fisch, einige Fischbestände wären auch bei 100%. Ja, ich gehe die Tage angeln. Ich muss erst noch Wasser fahren und falsch angeln. Ja, ich wollte es dir nur gesagt haben. Ja, ich bin begeistert. Da kann ich jetzt die Tage angeln fahren. Genau, das hatten wir schon tatsächlich beim letzten Mal gesehen, dass einige Fischbestände bei 100% angekommen sind. Ich bin begeistert. Wir haben ja auch alle gekauft, oder? Was haben wir? Ihr habt doch alle Flächen gekauft, oder? Ja, wir haben alle gekauft. Alle Angelspots sind unser. Die sind ja nicht teuer, die waren ja nur 100 Euro oder so. 250. 300, 393, 400, ja, alle sind unser, genau. Ich hätte nochmal eine... Da wir eh Boot haben, was wir nur loswerden, kann man das auch nutzen. Ja, absolut, alles gut. Ja. Ich hätte eine andere Frage. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber jetzt mal vorsichtig gefragt. Ich dresche gerade wieder 5 und 6 parallel ab. Mhm. Wäre es eine denkbare Möglichkeit, diese 10 Meter Feldweg zwischen den Feldern sinnvoll zu nutzen und den Weg wegzuflügen, eine größere Fläche daraus zu machen? Dagegen spricht nichts. Also ich meine, wir haben das letztes Mal schon gemacht. Ich mache es dieses Mal wieder, dass ich quasi beide Flächen auf einen Schlag dresche. Und wenn wir einfach diese, ja, sind das 9 oder 10 Meter über die komplette Länge nutzen können, kommen da halt ein paar Liter Korn, die wir nicht verlieren, weil da ein paar Büsche und ein Weg sind, den wir nicht benutzen. Deswegen. Ja. Wäre es vielleicht eine Idee, einfach so ein bisschen auch zu optimieren, dass wir drei Meter mehr Fläche haben. Jetzt muss ich allerdings gucken, wir haben einen Tiefenlockerer, damit können wir natürlich aber kein Feld erstellen. Das heißt, wir haben auch haben keinen Tiefenlockerer oder haben wir einen Flug? Nee, wir haben einen Tiefenlockerer. Nee, der ist als Tiefenlockerer definiert. Das ist der 4 Meter Kuhn. Also damit können wir keinen... Ja, dann leihen wir uns den Flug. Ich mach das, ist kein Problem. Ja. Ich fahr das um dann. Das ist perfekt. Hand aber erstmal ab, dann mach ich das gleich. Ja, alles gut. Also wenn du möchtest, fahr ich hoch und runter. Dann kannst du jetzt schon anfangen. Ja, ich spiel die gleiche Flug, da leh mal los. Ich muss erst den Schafen noch Wasser bringen. Alles gut. Ich bereite vor und dann kannst du jederzeit ankommen und dann passt das. Ist okay. Dann machen wir schon. Dirip. Aus dem Malz können wir aber auch Malzschrot machen.
Ja, also du kannst es ja weiterverarbeiten, dass du Richtung Bier kommst. Aber... wir haben keine Brauerei mehr. Ne? Ja, aber ich guck gerade, ob man vielleicht aus dem Malzschrot irgendwas anderes noch machen kann, was man dann wieder gewinnbringend verkaufen kann. Ja. Also, dass wir da kein Bier rauskriegen, ist klar. Aber wir können halt nur Malzschrot machen und das kriegen wir dann auch nicht mehr weiterverarbeitet, glaube ich. Und dann Schweinestall, oder? Ja, wir haben Schweinestall. Warum? Ich überlege gerade, ob die irgendwie Schrot brauchen. Wenn man ja, Getreideschrot. Haben. Die brauchen Getreideschrot, kein Malzschrot. Ja. Okay. Alles gut, Jungs. Dann lassen wir es einfach drin und haben es halt einfach schon mal früh investiert. Dann ist schon vorbereitet. Wenn wir dann immer die Brauerei kaufen, kann man es benutzen. So ist es. Das Arresche Gerste kriegen wir dann immer raus, oder? Nee. Nee, leider nicht. Also das Einzige, was wir machen können, wir können es aus dem Safe-Game schreiben. Ja, sonst hätten wir das geholt, weißt du, dann hätten wir bei uns reingefüllt, die richtige Gerste muss eh momentan nicht brauen. Das sind 15.000 Liter noch, das ist ja ein bisschen Geld, gell? Ja, das ist gutes Geld, das stimmt. Ich fahr mal einen Flug holen, ja? Juhu! Ich komme hoch, wenn ich nur so ein Stückchen abdresche hier gerade. Ich mach gleich den Drescher selber leer, ne? Toledo wird wahrscheinlich noch Silage fahren. Ich fahre noch Silage. Was erntest du denn gerade ab? Soja, oder? Soja. Ja, Entschuldigung, ich kam gerade nicht auf den Namen. Genau, Soja. Hallo Micha. Das können wir auch aktuell, glaube ich, nur einlagern, ne? Ja. Ich glaube, Soja können wir sogar nur bis nächstes Jahr einlagern. Oder müssen wir bis nächstes Jahr einlagern? Sojabohnen sind im Juli nämlich auf dem höchsten Preis. Wir haben es erst im August gemerkt. Und da sind sie auf dem niedrigsten Preis. Da haben wir uns nämlich letztes Mal schon drüber ein bisschen geärgert. Ja. Wenn du dich erinnerst, weil wir haben knapp 25.000 Liter von dem. Schon nämlich auf Lager gehabt. Ich habe gerade nochmal 9,3 drin. Aber egal, ich hoffe, den nächsten Juli sind wir noch auf der leichten Stufe, dann freuen wir uns darüber, dass wir den Zeitpunkt verpasst haben. Hoppla. Ja. So geht das. Das geht. Das muss gehen. Hast du hier zwischen? Warte, ich bin sofort weg. Muss sowieso noch mal wiederkommen. Warte, bitte gleich. Ich stehe hier noch. Und ich muss rückwärts rausfahren. Wendekreis ist ein bisschen. Nee, alles gut. Bin extra so gefahren, dass du auch losfahren kannst, wenn ich schon quasi, dass ich dann hinter dir lang kann. Alles gut. Hat ja gepasst jetzt. Denke auch. Kannst du gleich nochmal Getreide in den Getreidetrockner packen? Eigentlich, wenn ich mit der Silage fertig bin. Ah ne, der Trockner steht schon mal. Der Trockner steht und... Dann fahre ich jetzt Getreide. Genau, da passt ja nicht viel rein. 32.000 Liter, ich fahre jetzt eben einen Anhänger Weizen da rein. Ja, stimmt. Warte, wie viel bringt denn getrocknetes Getreide? Warte, ich gucke gleich nach.
wenn ich in die VCA-Bahn bin. Wo war denn der Getreidetrommel? Ich glaube hier hinten, wo ich rausgefahren bin, wo der Propangastank auch steht. Da steht Halle, ist da drin. Der was Halle? Der braune Halle hier, wo der Gastank da wohl steht. Genau, der hier hinten, wo ich rausgefahren bin, unter dem Schleppdach. Ach, da das Ding. Och, das war das Ding, was mit der scheiß Schnecke befüllen muss, wa? Ja. Ja, warte. Lass mich mal gucken, was denn getrocknetes Getreide bringt. Also, getrocknetes Getreide bringt im Januar 2300. Was, ja, die Kackschnecke. Definitiv fast das Doppelte. Ich glaube, wir haben keine Schnecke. Wir haben auf jeden Fall eine. War das unsere? Ja, die stand da auf dem Hof rum am Anfang schon. Also vielleicht nicht nach dem Umzug, weil dann hat sie vielleicht jemand vergessen umzuschreiben. Weiß ich nicht. Welche Schnecke hatten wir denn? Wir haben ein Förderbahnsystem. Moment. Ja, wohl, nee, warte, stopp. Falsch. Nee, haben wir nicht mehr. Nee. Welche Schnecke hatten wir denn? Diese kleine hier, die oder Merian T1239. Anders gefragt, welche Schnecke ist denn cool? So eine aus dem Agi-Pack oder sowas? Also ich muss gestehen, ich spiele halt nie mit Schnecken, deswegen habe ich auch keine Ahnung. Wie, du spielst nicht mit Schnecken? Nee, aus dem Alter bin ich ehrlich gesagt raus. Wir hatten, glaube ich, diese Mod Meridian. Ja, genau, ja. Die hatten wir, genau, weil die ist, glaube ich, hier von der Map dabei. Ja, ja. Aber da habt ihr euch jetzt mal so ein abgebrochen, nur weil das Gebäude doof war oder weil die Schnecke doof war? So ein bisschen was von beidem. Okay, weil dann frage ich jetzt einfach. Ich finde ja die Agi Batko gar nicht mal so schlecht. Die in Orange. Ah. Ja, die finde ich auch ganz, ganz sexy. Oder die Agi Westfield. Ich weiß, die ist ein bisschen teurer. Ja, die ist aber auch viel zu hoch. Die Westfield? Ja. Die ist dafür gedacht, Silos zu befüllen. Die passt nicht in die Halle. Oder? Aber, ach, du, nee, meinst Moment. Die kleine? Entschuldigung, ich meine die kleine. Ja, aber die hat unten so ein. Ah, da musst du wahrscheinlich auf einen Haufen abkippen und dann saugt die das da rein. Nee. Die erste, 29.000 kostet sie. Die hat auch so einen Aufsauger, sondern auch hinten so ein Ding. Aber wahrscheinlich ist die Batko tatsächlich das Geilste, weil sie hat einen schönen flachen, langen Trigger und dürfte nicht so hoch sein. Ja. Okay, dann würde ich gleich die Batko kaufen und wir schreiben uns das Geld gut. Ja. Weil, ja. Irgendwie. Weißt du was? Ich kauf die Batko schon mal und du schreibst gleich das Geld gut. Ja, erledigt. Geld gut geschrieben und ich kaufe. Ja, erledigt. Also, Geld ist gut geschrieben. Ja, nicht, dass wir wieder zweimal kaufen. Nee, ist richtig. Perfekt. Ich würde sagen, das klingt nach einem soliden Plan. Liebe Leute, mit einer neuen Schnecke am Hof sind wir dann aber auch fertig für den Moment. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen für den Algorithmus da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.